Ich bin Melissa Rebell, wohne in Cuxhaven und bin 15 Jahre alt. Ich wurde hier geboren, meine Mama auch. Mein Papa kommt aus Portugal und ich habe einen portugiesischen Pass. Mein Name ist Orlando Manuel Simões Acuña, ich bin Portugiese. Ich bin mit 12 Jahren nach Cuxhaven gekommen. Meine Eltern waren schon lange in Cuxhaven und haben mich zugeholt. Wie ich nach Deutschland gekommen bin, das ist so gewesen. Meine Eltern waren schon in Cuxhaven, sehr lange schon. Meine Mutter hat bei der Fischindustrie gearbeitet, war damals bei Seeadler. Mein Vater war bei der Nordsee. Und ich bin in die Schule gewesen in Portugal. Da bin ich mit meinem Tante geblieben. Aber wo ich mein 6. Klasse fertig war, haben meine Eltern mich nach Cuxhaven geholt. Er hat mit 15 Jahren angefangen, auf See zu fahren in Portugal. Und die haben da halt nicht genug Geld verdient und kam hierher und hat hier weiter gearbeitet. Ich bin jedes Jahr im Sommer in Portugal. Wir besuchen unsere Verwandten in der Heimat von meinem Papa und in der Heimat von Mama. Die Hochseefischerei brauchte 1960 Leute. Und in Spanien waren genügend und Portugal auch waren genügend Arbeitskräfte vorhanden, die man hier in Cuxhaven gesucht hat. Und da waren Spanier und Portugiesen, die als Seefahrernationen ja bekannt sind, hat man damals angeheuert, sag ich mal in Anführungsstrichen. Und deutsche Fischdampfer, daher ist auch der Kontakt gekommen, haben damals auf See Salzfisch produziert. Und die Schiffe haben in Porto, Aveiro und in Vigo Salzfisch gelöscht. Und dadurch ist auch der Kontakt dann zustande gekommen. Und dann sind viele Spanier eigentlich auch hier raufgekommen, um auf deutschen Fischdampfern in der Hochseefischerei tätig zu sein. Und dann sind die Frauen letztendlich, weil es ein getrenntes Leben war, irgendwann nachgezogen und die Kinder auch. Im Rahmen der EU war es ja nachher möglich. Und so ist es dann gekommen, dass nicht nur die Leute zum Arbeiten hergekommen sind, sondern dass sie auch jahrzehntelang gelebt haben. Sind ja heute teilweise Spanier und Portugiesen hier in der dritten Generation. Meine Eltern selber haben mir immer was Gutes erzählt über Cuxhaven. Und wie war bei mir im Dorf, fand ich so schön. War ein kleiner Dorf und dadurch habe ich sehr Lust gehabt, nach Cuxhaven zu kommen. Meine Eltern haben mich immer kleine Geschenke mitgebracht, was Schönes. Und da habe ich gesagt, Mensch, da musst du Teil an der Welt sein als hier in Portugal. Dadurch habe ich Lust gehabt, nicht weiter zu studieren, sondern tatsächlich nach Deutschland zu kommen. Dann bin ich hier in Cuxhaven gelandet. Ihm macht das Spaß, er fährt auch gerne immer raus auf See. Er ist 3 bis 6 Monate weg und bis 3 bis 4 Wochen zu Hause. Bei uns in der Fabrik arbeiten 12 Spanier und 21 Portugiesen. Die sind nach Cuxhaven gekommen, um in der Fischindustrie zu arbeiten oder beziehungsweise früher auf einem Schiff zur See zu fahren. Die können also mit dem Produkt Fisch umgehen und die identifizieren sich mit dem Produkt. Und deshalb sind die Leute unten in der Produktion wirklich gut zu gebrauchen. Ich weiß auch ganz genau, warum die Spanier und die Portugiesen nach Deutschland gekommen sind. Da, wenn Sie sehen, hier in Cuxhaven, die Spanier und die Portugiesen kommen alle von der Atlantikzone, von Galicien, von Portugal, von Porto, von Porto do Brasil, von Aveiro, von alle, was mit der Küste zu tun hat, mit der ganzen Atlantikküste, sind nach Cuxhaven gekommen. Also wenn wir aus Portugal gekommen sind, mehrere Portugiesen oder Spanier, wenn wir aus Portugal gekommen sind, dann haben die Firma gewartet. Viele Firmen, die in Cuxhaven waren damals, wie Seeadler oder Usman und Ahn oder egal wie die heißen, die haben sich auf die Züge gewartet. Und dann haben die so wie gesagt, komm, kannst du bei uns anfangen. Und du kannst bei uns anfangen. Gastarbeiter in Deutschland werden natürlich gesucht. Die Arbeitslosigkeit in Vigo ist 50% unter Jugendlichen. Ich bin da vor Ort gewesen. Ich kenne auch in Pontevedra mit eurem Präsidenten da, wenn wer da oben aus der Gegend kommt, mit dem habe ich gesprochen da und ein alter Spanier, der hier in Cuxhaven 30 Jahre gearbeitet hat, hat ein
lokal in Vigo, Casa Sutro Mayor heißt das. Manuel Núñez, der ist ein guter Freund von mir, mit dem bin ich auch immer auf Facebook zusammen, da weiß ich immer, was in Vigo los ist. Die Krankenhäuser suchen Personal in Cuxhaven und überall werden qualifizierte Leute gesucht. Und wer in Spanien keine Arbeit hat, ist natürlich ein Problem, wenn man nicht Deutsch spricht, aber man kann ja kommen. Ich würde hier lieber leben, weil denn da wegen der Arbeit und so, hier hätte ich dann mehr Chancen. Ich mag die Sonne und den Strand, aber sonst nicht so. Heute ist das nicht mehr so schön. Heute ist ein bisschen mit der Arbeit Probleme, aber sonst gut gesagt, ist immer schön. Ich würde sagen, ich freue mich, wenn ich nach Hause gehe, aber ich werde bestimmt nicht Cuxhaven vergessen. Aber irgendwann werde ich wiederkommen, Urlaub zu machen in Cuxhaven. Das ist mein zweites Heimat. Thank you.